Leute, Crimex hier. Was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Wir sind hier gerade wieder bei unserem dicken Haus, meine Freunde. Und heute habe ich mir mal was ganz Besonderes überlegt. Und zwar überall in der ganzen Stadt sieht man hier einfach diese neuen Autos von Stani rumfahren. Der hat hier irgendwie so ein krasses Autohaus aufgebaut und macht auch überall voll die fette Werbung dafür. Man sieht hier LKWs rumfahren mit Stani Performance oder wie sein Laden da heißt. Und ich dachte mir, wir werden mal heute zu Stanis Autohaus fahren. Voll viele von euch haben mir das auch in die Kommentare geschrieben. Und ich werde ihn mal fragen, ob ich heute ein Praktikum bei ihm machen kann. Vielleicht kann er mir ja einen Job anbieten und dann arbeiten wir mal in seinem krassen neuen Autohaus und schauen mal, was da so abgeht, Leute. Deswegen würde ich sagen, Leute, Abfahrt zu Stani und lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da, wenn ihr GTA 5 RP feiert. Und dann würde ich sagen, let's go, Leute. So, Leute, wir sind jetzt hier gerade schon richtig durch die ganze Stadt gefahren und wenn mich nicht alles täuscht, dann müsste das eigentlich hier gleich kommen, so mitten in der Stadt. Übelst fettes Gebäude, also wir müssten das eigentlich jetzt hier gleich schon sehen. Ach, da vorne ist es, ich sehe es schon. Alter, guckt euch das mal an. Ey, der hat da sogar Sicherheitspersonal auf dem Dach stehen, einen eigenen Helikopter. Boah, vielleicht muss man aber dem Angebot machen, dass wir da mal mit unserem Sicherheitsservice bei dem aufpassen, weil ich weiß nicht, ob die Leute hier so krass sind, aber mal sehen. Alter, eigenen LKW hat der hier stehen, Stani Performance steht da drauf, G-Klasse 6x6, Mansory, Bentleys, oh mein Gott, Alter. Alter, ganz, ganz wildes Auto aus. Ich parke jetzt hier einfach mal auf ganz frisch mein Lambo davor, ne? Wir parken jetzt einfach mal hier den Lambo. Ihr wisst, ein Lambo darf überall stehen. Das wird hier niemanden stören. So, wir gehen da jetzt mal rein. Alter. Oh mein Gott, was ist das hier für ein kranker AMG GTR getuned Bugatti. Warte mal, wir gehen mal hier zum Empfang nach vorne. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Stani Performance. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ey, Leute, ich werde jetzt einfach mal erzählen, dass ich hier einen Praktikumsplatz habe. Ja, hallo, mein Name ist Max und ich habe hier ein Praktikum. Ja, okay. Ja, das steht jetzt nicht auf einer schlauen Liste, aber ich kann gerne mal nachfragen bei Stani. Ja, okay, okay, fragen Sie mal. Der ist gerade oben. Jo, ich komme sofort Danke. Wieder. Boah, Leute, voll die Liebe, Alter. Der hat hier sogar eine Sekretärin, Empfangsdame und so. Junge, ey, also Stani hat hier, muss man ihm sagen, hat hier was Dickes aufgebaut. Das sieht ja schon wieder krass aus hier. Aber ich weiß nicht, hier das Sicherheitspersonal, ich glaube, das können wir noch besser, ne, mit unseren G-Klassen und so. Aber egal, wir müssen jetzt mal warten, bis Stani... Oh, warte, glaube ich will ihn. Ja, schicken Sie den mal hoch. Welcher Max, keine Ahnung. Aber Praktikanten können wir immer gebrauchen, die können hier so ein bisschen die Drecksarbeit machen. Eine Frau okay, Kirche. Ich bringe ihn da mal nach oben. Ja, boah, super, danke. Habt ihr das gehört, Leute? Okay, er sagt, wir dürfen hochkommen. Aber er sagt, wir sollen hier irgendeine Drecksarbeit machen. Ah, gut. Wir warten mal ab. Vielleicht können wir was Cooles machen hier. Aber die Autos sind auf jeden Fall schon mal krass. So, daher, dann kommen Sie ja mal mit nach oben. Ja, alles klar, okay. So. Sagen Sie mir mal, seit wann ist denn hier dieses Autohaus erbaut? Das sieht ja noch alles so neu aus. Ist erst frisch eröffnet tatsächlich. Aha, das sieht man auch. Sieht gut aus. Ja, danke. So. Alter, Leute, guck mal, wie groß das hier oben auch noch ist. Ach, Max, du bist Stani, was geht ab? Was geht, Max, Alter? Was machst du denn hier? Ich dachte mir, ich mach mal ein Praktikum bei dir. Ich wollte mal fragen, ob ich mal bei dir arbeiten kann, so. Wieso? Hast du gerade keinen Job, oder was? Nee, Frau doch, ich hab einen Job. Sie können wieder runtergehen, ja? Alles klar. Danke, Frau Kirche. Ja, komm mal da rein. Hier ist, du hast einen Job, aber willst du Praktikum einfach mal hier bei mir machen, oder ja, was? Ja, Bro, Alter, dein Auto sieht ja anders krass aus hier. Ich hab das in der ganzen Stadt, habe ich hier so Werbung gesehen, so LKWs, die rumfahren und so. Naja, bei mir läuft halt, ne? Ich habe mich halt auch weiterentwickelt. Ja, das Ding ist schon klar. Abgehoben, ne? Helfende Hände braucht man immer, ne? Ja, ist ja, ich kenne mich auch mit Autos aus. Ich habe ja auch mal eine Tuning-Werkstatt gehabt und so, ne? Ich kann mir ja, also das eine Auto müsste unten noch zum Waschen gefahren werden. Wie, nur Autos waschen? Kannst du mir nicht was Krasseres geben? Ja, du musst dich aber auch erstmal beweisen, ne, Max? Ja, ey, als ob ich nur zum Autowaschen gut bin. Ja, das sind hier, guck mal, das sind alles Premium-Autos. Das sind bei mir die teuersten in Los Santos. Wenn du teure Autos kaufen willst, kaufst du die bei mir. Und komm mal mit, ich will dir mal kurz das zeigen. Ja, Bro, Alter, ich fahr Lambo. Das ist, natürlich kenne ich mich mit teuren Autos aus. Und zwar, wir haben heute noch, das ist eigentlich eine wichtige Aufgabe, und zwar, wir haben heute noch eine Kundenauslieferung. Ach, und zwar, okay, der das Herr ist cool. Bilal Agabey kommt. Hier, aha, guck mal hier. Wow. Das ist hier sein Wagen mit Stani Performance extra getuned. Und der müsste aus. Halt mal in die Waschanlage. Ja, ja, okay, okay, den soll ich nochmal waschen. Ja, aber das ist doch hier bestimmt schon die erste Fangfrage. Ich weiß doch, dass man so Kisten nicht in die Waschanlage fahren darf.
Genau, du fährst ihn nämlich mit der Hand waschen. Ja, klar, noch okay. Besser. Okay, mach ich. Gut. Kein Problem. Du weißt ja, wo die Waschanlage ist. Da ist auch Eimer und so, da kannst du alles drauf machen. Alles klar, mach ich so, ja. Da hinten bei der Grove Street, ne? Ja, weißt du? Genau. Gut, okay. Dann bring das Auto bitte wirklich. Das Auto war sehr teuer. Es hat lange gedauert, das zu bauen. Es ist eine Spezial-Sonderanfertigung. Gibt's nur einmal. Bitte bau keinen Unfall. Mach keine Scheiße mit dem Auto. Okay. Bring's einfach sauber her. Ist ja gut, ich komm gleich wieder. So, Leute, let's go. Wir fahren jetzt hier mal das Auto waschen. Boah, das sieht auch krass aus, ne? Hier mit diesen Tiefbettfelgen und so, Breitbau, Alter. Ja, hat der schon wild getunt, der Stani. Aber schade, dass der mir gar nicht vertraut. Der denkt hier, ich bin zu dumm, um so ein Auto zu waschen. Wir werden ihn jetzt einfach mal vom Gegenteil hier überzeugen und, oh mein Gott, passt das Schild hier mitgenommen. Ich darf hier keinen Unfall bauen, Leute. Wir müssen hier wirklich gut aufpassen, nicht, dass wir direkt unseren Job verlieren. Wir fahren jetzt erstmal zur Waschanlage, werden das Auto natürlich per Hand waschen, so wie man das mit einem Lambo macht. Und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. So, Leute, hier ist die Waschstraße. Wie gesagt, wir fahren natürlich nicht in die Waschstraße rein. Wir machen das hier außen auf diesen Reinigungsplätzen, wo man das hier machen kann. So, hier Auto, Stop, zack, raus. Und jetzt Handwäsche, Leute. Ganz, ganz wichtig, bei einem Lambo niemals reinfahren. Da läuft das ganze Waschmittel hinten in den Motorraum rein. Das darf man natürlich nicht machen. Wir holen jetzt hier mal den Waschlampen raus. So, zack, hier wird alles schön per Hand poliert, Leute. Der Wagen muss glänzen, sodass Stani hier gar nichts dagegen sagen kann. Hier überall schön wischen. Genau, jede Scheibe mitnehmen. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich den Wagen hier richtig glänzend geputzt habe. So, Leute, fertig ist das Ding. Und schaut euch das mal hier in der Motorhaube an. Hier spiegelt sich die Sonne. Der Wagen glänzt. Sauberer geht's nicht. Wir fahren jetzt mal zurück und ich bin mal gespannt, was er sagt. Und hoffentlich gibt er mir dann mal eine bessere Aufgabe. Vielleicht kann ich ja irgendwie Autos auftunen, Autos an Kunden ausliefern, Autos, keine Ahnung, kaufen gehen fürs Autohaus. Was weiß ich, irgendwas Krasseres. Ich bin doch hier nicht nur zum Autos waschen, ne? Ich würde sagen, Kickdown, wir fahren zurück, aber natürlich ohne einen Unfall zu bauen. Ganz wichtig. Und oh, der Wagen ist auch anders schnell hier. Alter, ich fahre mit 300 durch die Stadt, ich muss langsam machen. Nicht, dass ich hier noch Ärger kriege, dass da irgendwie man hier sieht, dass der Wagen schon voll strapaziert wurde, ne? Das darf natürlich nicht passieren. So, jetzt hier links. Ich bin echt mal gespannt, was er gleich dazu sagen wird. Er kann sich eigentlich gar nicht beschweren. Ich habe das voll gut gemacht. Wisst ihr was? Ich parke den Wagen jetzt einfach mal hier davor, damit er das auch mal direkt hier bei Sonnenlicht sieht. So, zack, wir gehen mal rein. Stani! Ah, bist du ja schon da? Ich bin wieder da. Boah, das ging ja schnell, Alter. Ich sag's mal so, der Wagen glänzt. Ich muss mal gucken. Guck dir das mal an hier. Guck mal hier, wie sich alles in den Felgen. Du siehst dich selbst, du kannst die Felgen als Spiegel benutzen. Ja, aber hier sind noch ein paar Wasserflecken, ne? Hä, wo denn? Da vorne. Naja. Also ich so, es tut mir leid, ich sehe keine Wasserflecken. Bist du den Wagen schnell oder langsam gefahren? Scheiße, Leute, wir waren gerade schon ein bisschen schneller. Ja, schon ein bisschen schneller, weil ich mich natürlich beeilt habe. Ja, das ist nicht gut, Alter. Das ist eigentlich ein Auto, mit dem man nicht so schnell fährt, weil das nur auf der Rennstrecke schnell gefahren werden soll. Das sehe ich hier direkt an den Federn, Alter. Ah, scheiße. Die hängen nämlich gerade ein bisschen durch. Oh, nein, ja, super, Leute. Kann das Ding wieder in die Werkstatt. Oh, nein. Warum sagst du mir das denn nicht, dass man den Wagen nicht schnell fahren darf? Ja, aber man fährt doch auch mit einem Kundenauto nicht so schnell wie du, Alter. Max, das geht nicht. Weißt du, wie teuer die Karre ist? Alter. Ich drehe durch, Alter. Boah, du musst mich ja nicht direkt hier so anschreien, Mann. Ja, sorry, aber ich hab mir doch nur Mühe gegeben. Ich wollte nur schnell sein. Woher soll ich denn wissen, dass man Lambo nicht schnell fahren darf? Dann müssen wir andere Aufgaben für dich finden, ey. Oh mein Gott, Leute. Nein, Leute, jetzt habe ich hier direkt meine erste Aufgabe verkackt, Mann. Der ist richtig sauer auf mich. Ja, ist egal. Ich sag mal so, jeder lernt ja noch. Und ich glaube, du bist ein guter Schüler und aus dir kann man auch noch was machen. Ja. So, jetzt haben wir auch noch das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Ja. Also das ist wirklich, mal gucken, ob du... Leute, ich glaube, der kriegt das hin, Alter. Da kann er eigentlich nicht viel falsch machen. Da kann er nichts falsch machen. Ja, was soll ich machen? Ja, ich zeig's dir mal. Komm mal mit. Okay. So, und zwar, guck mal hier, das Auto hier, das kannst du zum Verschrotten bringen. Hä? Das ist doch gar keine krasse Aufgabe. Doch, der steht hier schon die ganze Zeit im Weg rum, der muss eh weg. Ja gut, okay, wenn du das sagst, dann bring ich den zum Schrottplatz. Soll ich fahr den einfach auf den Schrottplatz und lass ihn da stehen. Das kann keiner mitkriegen, weil ich will nichts zahlen für die Verschrottung, weißt du? Ja, okay. Oder ich schenk dir das Auto. Nee, alles gut. Ich nehme hier den Abschlepper und fahre das Ding auf den Schrottplatz, ja? Ja, sauber. Ey, Leute, gib mir nur so Bummi-Aufgaben. Autos waschen, Autos zum Schrottplatz bringen. Mann, wofür bin ich denn hier? So, Leute, dann ziehen wir das Ding halt hier mal hoch. Ja, wie gesagt, ist halt schade, Leute, dass ich hier wirklich nur diese Bummi-Aufgaben bekomme. Aber wisst ihr was, wir machen das halt jetzt mal noch, ne? Man muss ja auch erstmal anfangen. Und, Oh nein. Ey, nein. Ich hab den Wagen verloren. Scheiße, ey, wenn er das schon wieder rauskriegt, ne? Da ist hier schon wieder was... Das darf Stani nicht rauskriegen, dass ich hier schon wieder Scheiße gebaut habe. So, Leute, Wagen ist wieder dran, kein Problem.
Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich jetzt auch gleich mal Autos tunen darf und was verkaufen darf und so, dies, das. Aber ja, egal, aller Anfang ist schwer, dann machen wir halt erstmal die Praktikantenaufgaben, ne? So, wir machen jetzt hier einfach mal Trick 17. Stani meinte, er soll den Wagen einfach loswerden. Deswegen fahren wir jetzt hier einfach mal auf die Baustelle, zack, und fahren das Auto hier einfach in so eine Bummibaugrube rein. So, jetzt fahren wir wieder zurück und dann sage ich ihm einfach, wir haben den Job erledigt und hat nicht mal Geld gekostet. Normalerweise muss man ja sogar noch Geld zahlen, um sowas loszuwerden. Zack, wir haben das hier einfach auf der Baustelle abgeliefert. Ist nicht unser Problem. Wir fahren wieder zurück und ich hoffe, der gibt mir jetzt mal eine richtig gute Aufgabe. So. Also, Stani, der Job ist erledigt. Wo bist du denn, Max? Yeah, ich bin ach unten. Ach da. Ja, Bro, das... Oha, Alter, ich bin zufrieden. Du warst ja ultra schnell. Ich war richtig schnell und es hat kein Geld gekostet. Ich hab das du einfach... hast ihn auch safe auf dem Schrottplatz abgedingst, ne? So heimlich so ein bisschen? Ja, nicht unbedingt auf dem Schrottplatz. Wie nicht auf dem Schrottplatz? Bro, du kannst dich nicht irgendwo abgeladen haben, dann kommt... Ey, ich hab Trick 17 gemacht. Schlecht, weißt ich hab Trick 17 gemacht. In so einer Baustellengrube, da wird eh drüber betoniert und drüber gebaut. Es wird niemals jemand finden. Ist das dein Ernst? Ey, Leute, hab ich jetzt schon wieder was verkackt, sowas. Ist egal, komm, ich will dir jetzt mal wirklich eine Spezialaufgabe geben. Das ist mir wirklich sehr wichtig. Das ist eins meiner teuersten Fahrzeuge hier und zwar der lilane McLaren in Electro Blue, der Speziallackierung. Alter. Und den müssen wir jetzt zu einem Kunden bringen. Okay. Und Bro, du musst wirklich sehr langsam fahren, vorsichtig fahren, keinen Unfall bauen. Du musst einmal oben zu den Hollywood Hills hier fahren, Beverly Hills hier mäßig. Okay, alles klar. Musst du das abliefern zu einem Premium-Kunden. Das ist wirklich sehr wichtig. Bitte bau keinen Unfall. Nee, ich mach keinen Unfall. Alles gut, okay. Ich krieg das hin. Ich fahr langsam. Hast du Adresse im Navi drin? Ja, okay. Mach ich hier rein. Okay, super. Warte mal, ich muss hier erstmal rauskommen. Und ja, schön kommen. Langsam rausfahren hier, ne? Warte, fahr ich schon auch. Alles gut, kein Problem. So, okay, das haben wir schon mal geschafft, Leute. Muss hier nur noch das Tor aufgehen. Ich muss nur das Tor hier per Hand aufmachen. Ey, Leute, ich darf jetzt hier wirklich keinen Unfall mit dem Ding bauen. Ich darf jetzt wirklich keinen Unfall bauen, sonst kriege ich nie wieder eine richtig gute Aufgabe. So, erstmal hier durch, kein Problem. So, Leute, ey, ich darf jetzt hier keine Scheiße bauen, ne? Erstmal hier über die Ampel fahren. Nur bei Grün, nicht zu schnell. Ich halte mich jetzt hier auch richtig an die Verkehrsordnung. Ich habe richtig Angst, hier irgendwas falsch zu machen. So, wir fahren nicht schneller als 70. Zack, dann hier geht's rechts um die Kurve. Alles gut. So, zack, zack, zack. Wir fahren nicht zu schnell, Leute. Easy. Wir schaffen das, ohne Unfall zu bauen. Kein Problem. Jetzt müssen wir uns hier links einordnen. Ey, ich weiß nur, ich glaube, ich habe mich noch nie so in GTA an die Straßen hingegangen. Hey! Alter, ey, wer rammt mich denn hier? Ey, bleib stehen, Junge! Ey, Alter, was soll die Scheiße? Alter, ey, der... Ey, was soll die... Nein! Nein! Nicht der McLaren! Du scheiß Bonze, Alter! Ey, nein, ich hab auch keine Waffen dabei! Steig aus! Steig aus, Junge, was ist dein Problem? Ey, Leute. Ey, mir ist hier einfach so ein Trunkenbold in den McLaren reingefahren. Ach, du Scheiße, ey. Ach, du Scheiße. Wie soll ich das Stani erklären? Guckt euch mal an, wie der Wagen aussieht. Ach, du Kacke. Ey... Motor springt noch an, aber... Ey, die Achse blockiert. Warte, komm, roll. Alter. Ey, der rollt, der fährt auch gar nicht mehr richtig. Was ist das? Die Achse blockiert irgendwie. Oh nein, die Tür ist auch am Arsch. Scheiße, ey. Ey, Leute, ich muss jetzt kurz mit Handy Stani anrufen. Ey, Stani. Ja, was ist? Ey, sag mir bitte nicht, dass es einen Unfall gab. Sag mir bitte nicht, dass es einen Unfall gab. Und sag mir einfach nur, du hast das Auto erfolgreich abgeliefert. Bro, komm mal bitte zu mir. Ich schick dir Standort. Es gab einen fetten Unfall, aber ich kann nichts dafür. Mir ist einer reingefahren. Komm zu mir bitte. Bring einen Abschlepper mit. Der Wagen fährt nicht mehr. Das ist Totalschaden. Der McLaren ist am Arsch. Nein, das ist ein Prank, ne? Das ist... Ich komme jetzt dahin, Max, ey, und wenn das Auto kaputt ist, Es ist wirklich kein Prank. Mir ist einer voll reingefahren. Doch, das ist ein Prank. Du prankst mich, Digga, für YouTube-Video, ne? Komm mit dem Abschlepper. Geil, Digga. Bring bitte den Abschlepper mit. Ja, ich mache mir so Sorgen. Ich komme jetzt mit dem Abschlepper. Bis gleich, Max. Ach, du Scheiße, Leute. Ey, er glaubt mir nicht mal. Er denkt, es ist nur ein Spiel. Ey, guckt euch mal an, wie der Wagen aussieht. Die Tür hängt hier aus der Angel raus. Hier hinten der Diffusor voll am Arsch, Alter. Die Achse ist verbogen. Ach du Scheiße, ey, wenn der hier gleich mit dem Abschlepper kommt. Leute, wir haben verkackt, der wird mir nie wieder eine gute Aufgabe. Und ich kann noch nicht mal was dafür. Ihr habt's gesehen, ich bin so gut gefahren. Nein. Ey, Stani, es ist wirklich kein Witz. Mir ist einer reingefahren. Mir ist so ein Trunkenbold voll reingefahren. Nein. Ich kann nichts dafür. Nein. Digga, ist das dein Scheiß Ernst?
Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Ey, Bruder, ich auf alles, ich kann nichts dafür. Alter, die Karre ist Schrott, Mann. Du bist hier bestimmt wie so ein Irrer den Berg hochgeheizt. Ey, Bro, bitte, bitte. Wie lange kennen wir uns? Glaub mir bitte, ich bin so gut gefahren. Ich hab mich sogar an rote Ampeln und so gehalten. Ich hab gar nichts Nein. gemacht. Nein. Ey, Digga, Max, das geht nicht, Digga. Das geht Real Talk nicht. Das weißt du, wie teuer die Karre ist? Das ist eine Einzelanfertigung, Alter. Stimmt, 800 Wo ist das Kennzeichen überhaupt? Ist das abgefallen, hier stand die Performance-Kennzeichen? Der ist da voll dagegen geprettert, da kennt man gar nichts mehr, Alter. Der ist mir voll hinten reingefahren. Nee, Max. Ey, Max, ich geh einfach nach Hause, Digga. Ich hab Schnauze voll Nein, mit dir. Ey. Nee, Bro, Digga, ich hab doch nichts gemacht, Mann. Ey, alles gut, lass uns Freunde bleiben, aber bei mir arbeiten habe ich keinen Nerv. Hab ich keinen Nerv für, Digga. Du bringst nur Ärger rein in den Laden, wir haben schon so wenig Geld. Ey, Leute, was ist das denn jetzt, Mann? Er glaubt mir einfach nicht. Mann, er glaubt mir nicht. Er denkt, ich hab den Wagen geschrottet. Bro, ich würde doch nie mit seinen Sachen so umgehen. Ich hab doch voll gut aufgepasst, Mann. Und ich muss jetzt erstmal noch hier zu dem Laden wieder hinlaufen, weil mein Lambo noch da steht. Ganz ehrlich, ich bin richtig sauer, dass er mir nicht glaubt. Ich werde jetzt in seinen Laden einbrechen. Ich werd mir jetzt ein Auto klauen. Ist mir jetzt egal. Ich werde ihm jetzt ein Auto klauen. Wir haben ein Praktikum gemacht. Ich weiß, wie der Laden aussieht. Ich weiß, wo da die Securities sind. Ich weiß, wo die Alarmanlage ist. Ich werde da einbrechen und ihm ein Auto klauen. Ist mir scheißegal, Mann. Nächstes Mal glaubst du mir lieber, als ob ich hier mit seinen Sachen so umgehe. Ja, Leute, ihr könnt ruhig auch Stani sagen, dass ich das war. Dann lernt ihr vielleicht mal was draus. So, Leute, wir schnappen uns jetzt hier erstmal unseren Lambo wieder. Guck mal, da kommt er gerade angefahren mit seinem Scheiß hier. Ja, es tut mir wirklich leid, Max. Nein, alles. Du glaubst mir nicht. Scheiß drauf. So, ich bin weg hier. Schade, Digga, schade. Aber weißt du was? Wir parken jetzt mal mein Lambo, parke ich mal hier. Zack, ich habe natürlich auch vorne in meinem Kofferraum habe ich immer Waffen dabei. Und eine Maske ziehe ich mir jetzt auf und dann klauen wir einfach mal ein Auto. Ja? So sieht das nämlich aus, Stani Performance. So, Leute, guckt euch das mal an. Wir haben eine Maske aufgezogen, Waffen habe ich dabei. Und wisst ihr was? Ich stürme da jetzt einfach rein. Ich werde jetzt einfach einen Wagen klauen. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich werde sogar den Wagen klauen, den ich vorhin putzen musste. Und zwar diesen grünen Lambo. Den werde ich da jetzt einfach klauen. Ist mir scheißegal. Irgendeinem Bilal oder so gehört der. Wie krass kann der schon sein? So, der wird uns schon keine Probleme machen. Müssen wir mal aufpassen. Da oben sind ja auch Securities drauf. Okay, wisst ihr was? Ich werd mich einfach mal reinschleichen. Vielleicht können wir uns ja mal die Frau Kirsche oder wie die heißt, nehmen wir einfach als Geisel. Und dann werden wir den einfach erpressen, dass er uns den Wagen hergibt. So, hier vorne sind so ein paar Leute. Oha, das ist schon... Man muss schon sagen, das ist schon gut gesichert. Aber wir wissen natürlich, dass hinten ist das weniger gut gesichert. Leute, wir haben uns das natürlich alles angeschaut. Guck mal, hier ist schon der erste... Zack, der wird als erstes mal ausgeschalten. Zack, hier vorne sind nämlich nicht so viele. Zack, den haben wir auch ausgeschalten. Haha, hätte er mal besser iCramic Securities engagiert. So, jetzt gehen wir hier rein. So, wir haben natürlich auch Maske auf. Zack, wir wissen natürlich auch, wie das Tor aufgeht. Zack, hier einfach den Code eingeben. Komm, geh auf Tor. Alter, das hängt gerade ein bisschen. Was ist das denn so jetzt? Boah, Leute, guck mal, da vorne ist der Wagen. Wir gehen jetzt hier erstmal hinter den Tresen. Ist da diese Frau... Ah, da hinten ist die Frau Kirsche. Boah, Leute, wir werden einfach Frau Kirsche bedrohen. Und dann wird Stani safe den Schlüssel rausgeben, weil die mag er ja voll. Ey, Leute, wir müssen jetzt auf den richtigen Moment warten, dann werde ich mir die einfach packen, die Frau Kirsche. So, ey, Frau Scheiße. Kirsche! Oh Gott, wer sind Sie? Es ist scheißegal, wer ich bin. Ey, Leute, ich muss meine Stimme ein bisschen verstellen. Es ist egal, wer ich bin. Gib mir den Schlüssel für den grünen Lambo. Hä, was ist denn da unten los? Oh, warte, da kommt Stani. So, hä, den hast du nicht, ja, Frau Kirsche? Ich hab den nicht. So, dann sag mir, wo ich den finden kann. Ich weiß nicht. Stani hat den, glaube ich. So, dann gehen wir mal hoch zu Stani. Hey, oh, was ist denn hier los, Alter? So, Stani, gib mir den Schlüssel von dem grünen Lambo oder Max, Frau Kirsche. Max, bist du das oder was? Nein, ich kenne keinen Max. Du hast aber die gleichen Klamotten wie er, Han. Ja, okay, ey, beruhig dich. Ich kenn keinen Max. Ey, lass Frau Kirsche in Ruhe, Alter. Ich dreh nicht durch, warte, was willst du haben? Gib mir den Schlüssel für den grünen Lambo, nenn mich nicht Alter, Max. Alter, ja, ich geb dir den Schlüssel, Alter. Oh, Mann, Alter. Alter. Das funktioniert voll gut. So, wir hatten hier. So, Frau Kirsche, mach keine Faxen. Hier, nimm den Schlüssel, Alter, ey, das ist doch nicht normal. Okay, ich werd sie jetzt loslassen. Ich werd sie jetzt loslassen und ihr macht eure Hände hoch, ja? Ja, okay, Frau Kirsche, komm sicher her, denn. So, Hände hoch, keine Bewegung. Ruhe, Mann. Nimm, was du willst. Ich werde mir jetzt den Lambo mitnehmen. So, Leute, schnell jetzt hier raus. Oh mein Gott, ich muss schnell raus, bevor er hier den Alarm auslöst. Oh mein Gott. Wir müssen Bilal schnell anrufen. Bevor der hier, wenn er hier den Alarm auslöst mit den ganzen Securities, sind wir richtig am Arsch. So, komm raus hier. Zack. Und... Nein, geh auf Tor. Oh mein Gott, Leute, wir haben den grünen Lambo von Bilal geklaut oder beziehungsweise von Stani Performance. Leute, lasst mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze gefeiert habt. Und schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer Kramix.